Bei diesem Nusskuchen mit Kirschen erwarten dich eine feine Sahne-Quark-Creme, ein fruchtiges Kirschkompott und ein schokoladiger Nussboden, welcher ohne Mehl gemacht wird und mit dem Perfect Bake Backsensor immer automatisch perfekt gelingt. Und los geht's! Für den Boden die Eier trennen. Dann Zucker, Butter und Vanillezucker cremig rühren. Und die Eigelbe nach und nach unterrühren. Nun gemahlene Haselnüsse, Kakao und Backpulver mischen und unter die Butter-Zucker-Mischung rühren. Eiweiß mit Zucker und Salz aufschlagen und anschließend unter die Masse heben. Den Teig in die Form geben und ab in den Ofen. Dafür musst du nur die Zubereitungsart Kuchen in Formen auswählen und der Perfect Bake Backsensor stellt automatisch Heizart, Temperatur und Dauer ein und schaltet sich von alleine ab, wenn dein Kuchen perfekt saftig ist. Während der Kuchen im Backofen ist, kannst du dich um das Kompott kümmern. Dafür die Kirschen abtropfen und den Saft auffangen. Vanillezucker, Puddingpulver und 2 Esslöffel des Kirschsafts glatt rühren. Den restlichen Kirschsaft aufkochen, das angerührte Puddingpulver dazugeben und eine Minute köcheln lassen. Danach die Kirschen unterrühren und das Ganze auskühlen lassen. Inzwischen einen Tortenring um den Boden spannen, das Kirschkompott darauf verteilen und zur Seite stellen. Für die Quarkcreme Sahne mit Vanillezucker, Zucker und Sahne steif schlagen und dann mit Quark verrühren. Und jetzt musst du nur noch die Quarkcreme darauf verstreichen, das Ganze mit Kakao bestäuben und fertig ist dein Nusskuchen mit Kirschen und Quarkcreme. Magst du Nusskuchen lieber pur oder mit Kirschen und Quark getoppt? Schreib es uns in die Kommentare. Noch mehr Ideen mit Kirschen und Rezepte, die mit Perfect Bake gelingen, findest du auf unserem Kanal.